Wir müssen uns unbedingt mal einen neuen Frachtraum kaufen. Ich verkaufe das da. Und dafür klaue ich das. Pass auf, das ist auch eine Truse. Steintafel des Wohlstandes 6 gefunden. Was auch immer das bedeutet, okay. So, fliegen wir. Eingehende Nachricht von deinem Heimatplaneten. Angegriffen, ja? Natürlich. Huch, was war das jetzt? Oh, Alter, dass die immer an. Ja, wir brauchen sofortige Hilfe, ich weiß es doch. Weil die Arschgeigen uns angreifen. Das war aber eine schöne Schleife. Oh, ich hasse die so. Aber wir können einfach noch nichts gegen die tun. Wir sind noch nicht stark genug, um die anzugreifen. Und das regt mich echt auf, weil ich die hasse mittlerweile. Ich flieg mal weiter runter, dann kommen die auch weiter runter. Und ciao. Ich habe nicht mehr so viel Energie, deswegen warte ich mal kurz, bevor ich zu den anderen noch fliege. Theoretisch sind doch alle, wahrscheinlich nicht alle, gesichert. Natürlich, diese Stadt nicht. Na los, kommt mit. Energie wird knapp. Scheiße. Los, Verbündeter, greif an. Ja. Oh, Gott sei Dank. Oh. Das ist nervenaufreibend. So, hier also. Ja, da habe ich niemals welche hingemacht. Ich erinnere mich, weil das am Meer war und wir hatten einfach drumherum Sachen platziert. Aber warum sind eigentlich alle Gebäude hier weg? Das habe ich niemals gemacht, das wüsste ich. So, wir können auch Dinge einsammeln. Wo ist das? Wo liegt das? Ach, der hat nichts fallen gelassen. Aber hier liegt hier irgendwo einer. Ja, hier. Und das war's, glaube ich. Okay. Was hatte ich gemacht, bevor ich hergerast bin? Nochmal, hast du noch Gewürze? Ja. Nehme ich alle mit. Da vergrößern wir unser Frachtraum. Atmosphäre wollte ich kaufen, verdammt. Okay. Die sind das eigentlich auch ganz gut gesonnen, denen ist es egal, würde ich sagen, was wir machen. Ich hole hier mal kurz Gewürze ab. Da gibt es noch ein Artefakt drauf. Warum habe ich das noch nie geholt? Da. Oh, und einen Baum gibt es auch. Gratis dazu sozusagen. Tentakelhügel. Den möchte ich austesten. Naja, so tentakelig ist er jetzt aber nicht. So, okay. Was machen wir nun? Hier unser Feind. Ich hasse ihn so. Ich muss es immer wieder sagen, wie sehr ich ihn hasse. Wie viel haben wir jetzt mit? Wir haben ziemlich viel Rot mit. Die wohnen aber auf einem roten Planeten. Die auch. Die auch. Die wollen uns anfunken, warum? Wir haben noch keinen Handel mit denen. Also können wir ruhig mal handeln.
Guten Tag. Erstmal. Nein. Handelsroute. Und Handel. Nee, die wollen. Die geben nicht so viel dafür, okay. Nein, dann tut mir leid, dann muss ich wieder gehen. Ich möchte nur verkaufen, wo es auch Sinn macht. Und da gibt's welche, also da gibt's durchaus Planeten, die zum Beispiel, welcher war das? Ne, da nicht, da wohnt ja niemand, das war der Unbewohnbare. Ich glaube, die haben mehr gezahlt für mein schönes rotes Gewürz. Wahrscheinlich mittlerweile nicht mehr. Doch, immer noch sehr gut. Oh la la, okay, jetzt haben wir wie viel? 220. Bei 260 könnten wir es kaufen. Ah. Hm. Haben wir mit euch schon eine Handelsroute? Ich guck mal kurz. Nee. Okay, jawohl. Jetzt haben wir eine. Ich glaube, die handeln alle mit unserem. Guck mal, wieso sehe ich jetzt erst, dass es wirklich eine Mission ist da hinten? Ich fliege mal hin, wenn ich hinkomme. Können wir den irgendwie helfen oder sowas? Ich meine, wenn uns das angezeigt wird. Das ist raschreich. Du unterbrichst gerade eine Existenzkrise. Ja, ich weiß. Ich nutze das einfach mal aus und klaue Sachen vom Planeten. Ja. Truhe von Mozilla. Eine von 10 Sammlungsstücken seltener Dinge. So, dann hierher. Hier muss auch irgendwas sein. Es gibt nicht so viele Möglichkeiten auf dem Planeten. Ah, ein Forming-Dingsbums. Also, huch, wird geschossen und das ist Tentakelplateau. Was sollen diese ganzen Tentakeldinger? Naja, wem es gefällt? Ich dachte, da kommen richtige Tentakeln dann und Tentakeln da rum, aber da ist ja gar nichts richtig Tentakeliges. Treibstoff durch alle. Ich guck mal hier. Noch etwas zum Einsammeln. Wir sind jetzt auf Sammelmission. Guck mal, das sieht voll fischig aus. Auf diesem Objekt wurde kein Objekt geortet. Irgendwas stimmt hier nicht. Ein Hinterhalt, die Piraten haben dich mit einem fingierten Signal in die Falle gelockt. Bereite dich auf den Schlag vor. Hilfe! Ist nicht so cool, wenn gerade ein Problem mit dem Treibstoff da ist. Vielleicht schaffe ich es ja noch zurück. Sonst wird unser Raumschiff für immer in der Ewigkeit des Weltalls verschwinden. Wo ist denn zu Hause? Oh, sehr weit weg. Ach nee, ist gar nicht ganz so weit weg, wie ich dachte. So, wir fliegen wieder eine Anfliegschlaufe. Voll der Handel bei uns, das gefällt mir richtig. So, hallo, ich bin wieder zu Hause. Wir müssten für mehr Atmosphäre sorgen. Ja, das war schon gut so. Irgendwas wollte ich noch tun. Hoffentlich nimmt uns niemand den Planeten weg. Wenn wir da jetzt noch niemanden hinbauen. So, ich fliege mal über meine Hassplaneten. Hey, wo ist mein... Ach, da unten. Ich dachte gerade, mein Planet ist plötzlich weg, mein neuer Lieblingsplanet. Ach, da, so ganz klitzeklein. Das war doch der Unbewohnbare, oder? Ich glaube ja.
gebe ich mir jetzt so viel Mühe und dann macht er das gar nicht. Es pumpt. Ich glaube, ich war zu lange weg. Und es wird wärmer. Okay, für hier brauchen wir mehr Sachen als nur eins. Da müssen wir wirklich mehr mitnehmen. Sonst bringt uns das irgendwie nichts. So, wir haben wieder etwas Gelbgewürz mit. Möchtest du Gelbgewürz kaufen? Wie sieht's aus? Gelbgewürz, Handel. Ach, Rotgewürz, genau. Der war der Rotgewürz-Ankäufer. So, auf dann verkaufe ich jetzt auch mal das da. Da freut sich seines Lebens. So, auch die verlorene Truhe von Mozzarella weg. Dann kaufe ich das hier. Leb wohl. Was ist das? Kaufmann. Weil wir so viel Zeug verkauft haben. Da wir jetzt ja eine neue Waffe haben, möchte ich wieder einmal versuchen, meinen Planeten zurückzuerobern. Einen schönen Blaugewürzplaneten. Vorher sollte ich vielleicht nochmal aufladen gehen. Bietet sich, glaube ich, an. Hier wird's gesammelt. Aufladen. So, mal sehen. Ich meine, die Waffe soll ja super sein. Wir holen auch die Piraten wieder. Theoretisch frage ich mich, ob man auch so machen könnte, dass man den Planeten einfach unbewohnbar macht. Theoretisch doch möglich, oder? Hilfe! Hilfe! Viele Sachen passieren! Hilfe! Hilfe! Bei den Schießereien passiert immer so viel, dass ich nicht wirklich weiß, was genau passiert. Ich weiß, dass unser Verbündeter gleich weg ist. Jetzt hole ich es mir zurück. Jawohl. Ha. Du hast die letzte Kolonie in diesem System zur Abgabe gezwungen. Klicke auf den Eroberungsbutton am oberen Bildschirmrand, wenn du dieses System erobern möchtest. Wenn du das System nicht haben willst, kannst du weiterhin Kolonien attackieren, um deine Gegner aufzureiben. Des Bodes Wege sind unergründlich. Ja, das stimmt. Dass du triumphierst. Wenn wir das System in Frieden evakuieren dürfen, sollst du es haben mit allem, was daran ist. Ja, wir haben unser blaues Planetending zurück. Juhu, ich bin glücklich und muss mich ausstrecken. Glückwunsch, du hast deinen Feind mit militärischer Macht zur Abgabe gezwungen und dieses System erobert. Ach, wie schön. Endlich habe ich meinen Planeten wieder. So, diesmal werde ich dafür sorgen, dass wir nicht wieder so leicht hier einfach abgenommen werden können. Auch wenn das jetzt sehr viel kostet, das ist es mir definitiv wert. So. Tun wir mal wegmachen. Okay, mehr Geld haben wir jetzt nicht. Aber wir haben unseren wunderschönen Planeten wieder. Ach, schön. Das gefällt mir. Cool, wir können unser eigenes Gewürz an hierher verkaufen. Wusch dich mal. Sind die Piraten jetzt noch Angreifer? Nö, gell? Die fliegen einfach noch rum. Hoffe ich. Verbündeten geht's nicht ganz so gut, uns auch nicht. Wir fliegen mal zurück zum Heimatplaneten. Natürlich, Grunz wird angegriffen. Die Piraten jetzt wetten. Nein, schon wieder die. Ich glaub's ja nicht.
Aber jetzt haben wir hier Abwehr-Dinger. Ich bleib mal hier. Weil immerhin ist unser Schiff ja auch schon ganz schön beschädigt. Hm? Ich nutze quasi den Schutz der Stadt. Was ich auch ehrlich muss. Ich schieße natürlich von hier aus mit. Die Piraten machen einfach gar nichts mehr, die Idioten. Kommt ihr nicht her? Haut ihr wieder ab? So, das ist weg. Fliege ich doch mal hin. Okay, die kommen gerade zur Stadt. Ich bleib hier aus Schutzmaßnahmen. So, da kommt das große Schiff. Das machen die aber noch weg, bevor... Ja, gut. War's das? Ja. Oh Gott. So, machen wir mal doch hier eine Reparatur. Ah, wir haben ja gerade gemacht. Ist ja echt schrecklich mit denen. Die sind ganz schön aufdringlich. Hm? War's, gell? Okay, das wäre überstanden. Zum Glück. Dass die so aufdringlich sind, das ist richtig schlimm. Dankeschön. Die haben uns gerade einfach so Geld gegeben. Okay. So, wir fliegen mal zurück auf unseren... Danke. Auf unseren Heimatplaneten. Ich werde jetzt nämlich eine kleine Aufnahmepause machen. Wir haben ja jetzt schon sehr viele Raumabenteuer erlebt. Und wir haben unsere Stadt wieder zurückerobert, die wir verloren haben. Darüber bin ich sehr stolz. Also nicht über das Verlieren, sondern über das Wiederbekommen. Und guck mal, unser Meteoritengürtel hat einen Knick. Naja. Ja, wir haben sie wiederbekommen und darüber bin ich sehr stolz. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es war nicht allzu langweilig, weil ich glaube, es macht tatsächlich mehr Spaß, hier im Weltall rumzufliegen, als zuzugucken, wie jemand rumfliegt. Und, naja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, wenn der Herr Gryphus weiterfliegen wird. Der, sind wir gerade Admiral? Kommandant? Ich weiß nicht. Auf Wiedersehen.